Mein Name ist Max Stoller. Ich bin in Frankfurt geboren, nicht sehr weit von hier. Ich war viele Jahre Coach bei Maccabi Tel Aviv, zweimal Europameister. Wir werden einen langen, aufregenden Weg gehen. Er führt uns zu den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles, Amerika. Ich weiß. Ja, ich weiß. Es sind nur 2,5 Monate bis zur Qualifikation. Und gleich im ersten Spiel treffen wir auf eins der besten Teams der Welt. Aber wenn Sie auf mich hören, mit mir arbeiten, können wir es schaffen. Wir können es schaffen. Wir haben genau noch 6 Wochen bis zum Spiel gegen Italien. Und unsere Defensive ist für mich nicht akzeptabel. Also, Karten auf den Tisch. Das ist nicht passiert. Meine Worte wurden aus dem Kontext gerissen. Es war eine falsche Interpretation. Kurzum, es war ein Schwindel. Wir wollen Ball spielen, keine Politik machen. Wir wissen, warum wir hier sind. Jetzt wissen wir auch, warum Sie hergekommen sind. Ziehen Sie sich um. Und das nach Ihren vielen Vorträgen zum Thema die Vergangenheit vergessen? Sie haben uns fast verarscht. Hallo, sind Sie schwerhörig? Raus aus der Halle. Keine Bange. Ich werde Ihnen Ihre Rache ganz bestimmt nicht verderben. Sie brauchen nicht zurückzukommen. Ja, ja. Das war's für Sie. Dieter, Sie sind der neue Captain. Empfinden und hören. Respektieren Sie immer Ihren Gegenspieler. Eine Sucht, das ist Basketball. Warum will ein Europameister auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn das schlechteste Team Europas trainieren? Da habe ich mal gewohnt. Es war eine Kindheit wie jede andere. Und wann waren Sie zuletzt hier? Das sind 39 Jahre. Sie sind nur eine Entschuldigung. Die schicken uns einen Holocaust-Überlebenden, um die Vergangenheit zu vergessen. Wollen Sie hören, dass ich hier bin, um mich zu rächen? Ich bin Basketballtrainer. Das ist mein Beruf. Darum bin ich hier. Sie sind wie alle anderen. Sie leben in der Vergangenheit. Darum sollten Sie sofort abreisen. Wenn wir nicht schlafen können, dann sind Sie vielleicht am falschen Ort. Vielleicht sollten Sie nach Hause fahren. Was macht Mama hier? Sie sucht nach Antworten. Wir sind keine Freunde. Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind nur eine Entschuldigung, nur ein weiterer Versuch, das, was war, zu löschen. Ich gehe nirgendwo hin. Das wird mir hier nicht zweimal passieren. Haben Sie außerdem noch was, das ich rausfinden soll? Ich würde Ihnen sehr gerne helfen. Warum? Denken Sie, ich könnte Hilfe brauchen? Ja. Irgendwas ist mit Ihnen passiert hier in Deutschland. Mein Vater, er war kein Verbrecher. Er war ein Soldat, der gekämpft und geblutet hat für sein Land. Für Verbrechen muss man zahlen, Thomas. Ich verstehe nicht, von was für einer Rache Sie sprechen. Manchmal muss man Opfer bringen für das, was man liebt. Sie haben Angst. Sie haben Angst, wenn Sie es schaffen, werden Sie vergessen. Und was jetzt? Ich muss ein Spiel gewinnen.